Danke für diesen guten Morgen. Anmerkungen zum Lied Nummer 536 im Yoga Vidya Kirtan Heft. Danke für diesen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Das ist ein wunderbarer Beginn eines Tages. Es ist ein Gebet, das man morgens wiederholen kann. Wenn du morgens aufstehst, kannst du sagen, danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Es ist auch ein wunderschönes Lied, ein wunderbares Lied, das aus der christlichen Tradition stammt. Es ist ein Kirchenlied von Martin Gotthard Schneider. Es ist eines der ältesten und bekanntesten Vertreter der Gattung Neues geistliches Lied. Es ist ein Lied, das früher besonders im Kindergottesdienst gesungen wurde und das später dann auch Aufnahme fand im evangelischen Kirchengesangbuch. Danke für diesen guten Morgen ist auch ein Lied, das man in Yogakreisen gut wiederholen kann. Der Mensch in unserer heutigen Zeit hat eine Neigung, immer mehr zu wollen und immer mehr zu fordern, immer mehr auch von sich selbst zu fordern. Und so bekommt man nie genug. Man will immer mehr, mehr, mehr. Und oft ist es gut, mal innezuhalten. Oft ist es gut, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und eine einfache Weise, zur Ruhe zu kommen, ist, Danke zu sagen. Danke für diesen guten Morgen. Danke für jeden neuen Tag. Und wenn du so Danken sagen kannst, dann kannst du auch alles auf Gott werfen. Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Man mag sich immer wieder beschweren über so viele andere Menschen und was die Menschen alles so tun. Man kann aber auch sagen, danke für alle guten Freunde. Danke, oh Gott, für jedermann. Danke, wenn auch dem größten Feinde ich verzeihen kann. Man will immer mehr haben und man will immer bessere Arbeitsstelle haben und immer mehr Geld haben. Man kann aber auch sagen, danke für meine Arbeitsstelle, danke für jedes kleine Glück. Man mag immer mehr haben wollen und man mag nie zufrieden sein. Man kann aber auch sagen, danke für alles Frohe, alles Helle und für die Musik. Und manchmal sind wir auch traurig, aber an Traurigkeiten wachsen wir. Deshalb kann man auch sagen, danke für manche Traurigkeiten. Und wenn man traurig ist, kommt man manchmal auf Mitgefühl seiner Mitmenschen. Man kann sagen, die sind nicht ernst gemeint. Oder man kann sagen, das ist nicht ausreichend. Oder man kann sagen, danke für jedes gute Wort. Manchmal kann man sich darüber beschweren, dass Gottes Gegenwart nicht ausreichend erfahrbar ist. Wir können aber auch sagen, danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort. Ja, manchmal weiß man nicht weiter, manchmal will man noch mehr wissen und immer mehr wissen. Man kann aber auch sagen, danke, dass ich dein Wort verstehe, danke, dass deinen Geist du gibst. Ja, wir können sagen, ja, ich brauche mehr Liebe, Menschen sollten mich mehr lieben. Wir können aber auch sagen, danke, dass in der Fern und Nähe du die Menschen liebst. Wir können sagen, ja, wie soll es weitergehen? Was soll ich tun? Wir können aber auch einfach sagen, danke, dein Heil kennt keine Grenzen. Danke, dein Heil kennt keine Schranken. Danke, ich halte mich fest daran. Und manchmal können wir nur für eines danken, nämlich, dass wir danken können. Danke, oh Gott, ich will dir danken, dass ich danken kann. Ja, das ist also das Lied. Danke für diesen guten Morgen. Ein Kirchenlied, ein Lied von Martin Gotthard Schneider. Es wurde 1961 komponiert und war sogar ein Wettbewerb der Evangelischen Akademie Tutzing. Und dort sollten die Melodien nach Art des Jazz oder der Unterhaltungsmusik geschrieben werden. Schneider gewann damals den ersten Preis des Wettbewerbs. Und dann gelang es, dass dieses Lied dann auch produziert wurde und es ist heute einer der bekanntesten Lieder, der gerade dieser sogenannten neuen geistlichen Lieder, die ja, versuchen, die alten Kirchenlieder für ein breiteres Publikum, insbesondere auch ein jüngeres Publikum, ja, interessant zu machen. Wobei heute das, was als jüngeres Publikum gilt, auch schon durchaus nicht mehr ganz so jung ist. Es gibt einige Lieder oder einige Aspekte des
ja, einige Aspekte der Spiritualität, die immer wieder neu interessant sein können. Und ein wichtiger Aspekt von Spiritualität ist Danke sagen. Und dafür steht dieses Lied.